Servus Leute, neue Folge, meine Neuner Panzer, und heute wollte ich euch meinen Lieblingsneuner vorstellen, King Kong. Mein absoluter Lieblingsneuner, obwohl der E50, den ich jetzt auch vor ein paar Tagen vorgestellt habe, ist auch nice. Aber ich muss sagen, der Kong, ich fahre ihn trotzdem ein bisschen lieber. Eben, was ich noch klären wollte, wieder mal ich sag ein bisschen oft, aber ist egal. Schon wieder Also wer darauf hofft, dass ich irgendwelche Stats vorbete oder irgendwelches Unicum-Gameplay sehen zu erwarten hat oder erwartet, sagen wir mal so, der kann bitte jetzt weiterklicken. Und alle anderen, die dran geblieben sind, die sehen ja meinen Lieblingsneuner von einem relativ durchschnittlichen Spieler, der mir einfach Spaß macht und auf dem ich eigentlich ganz ordentlich spiele. Ja, und den stelle ich euch heute mal vor. Vielleicht zwei, drei Replays, mal schauen. Ich nehme euch wahllos mit. Das ist ja nichts irgendwie. Warte mal, da habe ich ein Ausbildungsbuch, obwohl ich habe dir eine gute Crew, da mache ich dann später mal anders auf einem anderen dritten. Jedenfalls, ich verfasel mich wieder. Ich spiele mit zwei Rap Kids. Hat den Sinn und den Grund, dass in dem englischen oder in dem britischen Heavy dir alles zerbombt wird da hinten. Der ist sowas von anfällig. Und meistens, wenn dich hier einer trifft, einen Schuss trifft, zerbombt denn nicht irgendwas, nicht nur eine Sache, sondern zwei Sachen meistens gleichzeitig, drum zwei Rap Kids, dass er dann auch mal natürlich in Flammen gehen kann, aufgehen kann. Dafür habe ich dann die Direktive Brandbekämpfer, die mache ich aber sofort raus, wenn ich hier den Skill Brandbekämpfung geskillt habe. Den fange ich, habe ich relativ spät angefangen, weil ich erst die anderen Sachen machen wollte. Sechs, das sind Waffenbrüder, und am Anfang war ich noch der Hoffnung, ja, okay, er ist dann doch nicht so anfällig. Ich brauche nur ein Rap-Kit, aber die Erfahrung hat gezeigt, meine Erfahrung, ich spiele ihn jetzt auch schon länger, dass man den mit zwei Rap-Kits fahren muss. Muss. Sonst hast du keinen Spaß. Gut. Warte mal, auf dem Knirven ist es genauso. Da habe ich zwei Rap-Kits. Ja. Gut. Das heißt, jemand schießt im Kong in den Cupola, das wollte ich auch noch sagen. Cupola ist nicht Cupola bei ihm. Also wenn es geht, nicht hier vorne. Hier vorne ist es sehr bouncy. Versucht in den hinteren Bereich zu ballern, ne? Wenn er einem gegenüber steht. Also hier aufs Dach. Wo man ihn auch noch relativ gut penetrieren kann, ist hier neben der Kanonenblende. Ne? Fahren durch mit relativ viel APCR. Wenn mir halt einfach die Geschossgeschwindigkeit gefällt. Genug gelabert, sonst endlich auch noch hier als einer, der irgendwelche Stats vorbetet. Fahren wir einfach mal. Wir sind zwar Top-Tier, aber es hat 3 AT. Das mag der Kong nicht. Ich meine, welcher Tank mag das schon, aber gerade im Kong. Das Problem an der Kong und Super Kong, also an der Super Kong-Reihe, ist, wo sie. Die werden deswegen auch oftmals nicht mehr so oft gerne mitgenommen in Clan-War-Gefechten. Die sind relativ langsam. Sie sind relativ langsam am Ort des Geschehens. Und das kann manchmal die entscheidende Sekunde sein, wo halt ein 277 oder eine IS-7, wo die einfach schneller da sind. Ne? Das haben wir letztes Mal auf der Weltkarte auch gemacht. Die Erfahrung auch gemacht auf der Weltkarte. Und ja, das kann ganz schön in die Hosen gehen. Trotzdem ist der Super Kong zum Beispiel auch noch ein Super Tank, also gibt's nix. So, schauen wir mal. Die Art, die überholt mich. Ja, wir blockieren den Heavy natürlich, logisch. Gut, ich sehe, ich bin hier so ziemlich der Einzige. Also werde ich hier nicht groß vorfahren. Erstmal gucken, was so auf der Minimap passiert. Wo ist 257? Das interessiert mich. Oh, schlechte Ping heute.
257 ist drüben das andere Top-Tier. Dann haben wir noch einen Standard. Wo ist der? Oh, ich bin hier ganz alleine. Mama, ich bin ganz alleine. Okay. Gehen wir das Risiko ein. Ist relativ viel drüben. Standard B ist auch drüben. Sehr schön. Okay. Das habe ich auch selten erlebt auf der Karte. Schaut mal, hier kommt ja gar nichts. Okay. Ziemlich einseitiges Spiel, würde ich sagen. Also, ey Jungs, ich will auch was zu tun kriegen. Ab geht's. Runter her. Na komm schon, lad nach. Zwei Rap-Kits, wichtig. Wenn ihr, ich wundere, dass ich da immer so rumzottel. Ihr müsst echt aufpassen, dem Coppola. Schafft er nicht. Oh, sehr schön gemacht, sehr schön. Seht ihr, jetzt haben sie mir wieder zig Sachen rausgebombt. Wenn ich jetzt wieder keine zwei Rap-Kits da gehabt hätte, hätte ich wieder gefrustet ausgemacht. Also ganz, ganz wichtig im Kong und im Carnarvon. Zwei Rap-Kits. Hier geblieben, mein Schatz. Ne? Naja gut, für die erste Runde ganz brauchbar. Das habe ich selten erlebt. Hier kam gar nichts, die waren alle drüben. Ganz ungewöhnliches Spiel. Ja. Also, im ersten Spiel hat man gut gesehen, achtet auf die Repairs auf dem britischen Heavy. Ganz, ganz wichtig. Und vielleicht sieht man beim nächsten Replay mal die Präzision der Kanone, die mir sehr gefällt. Ich finde Kanonen sexy, die treffen. Also ich kann das nicht leiden. Ich meine, ich habe zum Beispiel das Objekt oder den Defender. Das ist ja beides der gleiche. Und der Carnarvon hat gut rasiert da drüben. Carnarvon ist der beste Achter Heavy, den es gibt. Der ist echt gut. Gut, schauen wir mal, was wir da so hinkriegen. Machen wir
wieder super Matchmaking. Ich kann mich jetzt gerade nicht beklagen, ich will nicht zu laut reden. Okay, wir haben Emil, noch einen anderen Kong. Wir müssten eigentlich hier die rechte Flanke gewinnen, eigentlich. Theoretisch. Naja. Wir haben keine Klicker, ne? Noch einen. So, es ist schon spät. Ich hoffe mal, ich schaffe das mit dem Zielen. Mitten in der Nacht nämlich heute. Aber ich hatte jetzt richtig Bock. Wenn ich mal Bock habe. Schade. Jetzt hatte ich gerade einen Disconnect. Hä? Okay. Merkwürdig. Ich weiß nicht, bin ich auf dem EU3? Also der EU3-Server ist nicht gerade lustig. Hä? Egal. So, lass mal Papa, komm. Lass doch mal Papa ran hier, komm. Na gut, dann lassen wir den erstmal krepieren, wenn er den Helden spielen muss. Und wir versuchen ein bisschen zu snipern. Immer schön den T26 im Hintergrund im Auge behalten, bis er tot ist. Ich denke mal, wer ein Held sein will, der soll ein Held sein. Also ich halte niemanden auf. Wie lange noch? Hey, noch Full AP, alles klar. Lass dich wasten. Lass dich auseinandernehmen. Oh, bleib stehen. Stopp, stopp, bleib stehen. Ah, oh, sieht gut aus. Schöner Popo. Schön. Noch einer. Ich hab Bock, das Haus kaputt zu schießen. Na, er steht nicht direkt dahinter. Na, was macht unser Superheld? Hey, 1500 läuft bei dir. Weitermachen. Super schön. Ne? Ah, ist echt ein Held. Also ich muss sagen, er macht er gut, ne? Oder? Was meint ihr, Leute? Schreibt's mal in die Kommentare. Ah, das war der Popo von eben. Komm, zeig nochmal, komm. Na, doch, doch, jawohl. Na ja, noch ein Stück, komm. Wollen wir einen Blindshot machen? Was meint ihr? Ah, nee, komm. Gold ist teuer. Oh! So, Held ist immer noch am Leben. Ich muss sagen, so langsam ist er wirklich ein echter Held für mich. Na, ich krieg ihn nicht rein, Mann. Na komm. Oh ja. Yeah. Oh ja. Yeah. Oh ja. Yeah. Schwedisch? Essen wir heute Schwedisch? Hm. Ist sehr unspektakulär, aber es bringt ja nichts hier mit dem Platz mit Superheld streitig zu machen. Wir behindern uns nur gegenseitig. Und solange die Poperzen da drüben nicht pushen, kann ich ja ganz entspannt rumballern. Oh, jetzt hast du aber Glück gehabt, mein Freund.
Jetzt hast du aber Glück gehabt. So, ich denke mal, die Mate-Flanke ist durch. Soll ich hier noch ein bisschen stehen bleiben? Ach komm, da kommt doch bestimmt noch was, oder? Ist ziemlich langweilig gerade. Ach komm, scheiß drauf. Entschuldigung. Entschuldige mich für meine Wortwahl. So, Superheld. Alles gut bei dir? Alles gut? Komm, lass mich jetzt mal, okay? Was ist da los hier? Was ist da los nun, oder? Na? Wo ist der andere Kong? Das sieht nicht gut aus da drin. Pershing ist er noch, hat er noch ein bisschen. Ach komm, scheiß drauf. Das wird jetzt zu blöd hier. Ich bin kein Camper. Da noch was oder? Das ist jetzt nicht wahr. Aber ich habe keinen Bock mehr gehabt, hier rumzucampen. Nicht, Freundchen. Habt gebounced an der Arti, geil. Und ihn raus, komm. Ah, da stand der WZ noch. Der Dreckscamper. Habt das gesehen? Manchmal bounced man auch an der Arti. Das ist nicht wahr, ey. Ich krieg Kopfschmerzen. Geil. Ah, den WZ hatte ich vergessen. Ah, stimmt, der stand ja hier noch. Ah, schade. Irgendwann verliere ich immer die Geduld. Dann fahre ich einfach vor. Scheiß drauf. Kennt ihr das? Ah, es ist so. Ist einfach nur ätzend. Ja, den da, den hatte ich nicht mehr ganz auf der Cup. Den habe ich vergessen. Egal. Egal. Und unser Hero lebt immer noch. T26E5. Seht ihr? Und ich bin tot. Na komm, schafft das heute noch? Aber warte mal. Er ist doch prädestiniert dafür. Jawohl. Unser Hero. Wahrscheinlich schlecht zu sein. Oh, er brennt. Normalerweise hätte er da nicht überleben dürfen. Aber gut, der andere Kong und der T10 waren nicht gerade die kompetentesten. Muss man mal so ganz bescheiden sagen. Okay, machen wir noch eine dritte Runde, hä? Ein drittes Ründchen. Naja.
Top 3, aber ja. Nicht schlecht, Herr Specht. Aber normalerweise wärst du drauf gegangen. Aber was ist schon normal? Was ist schon normal, Leute? Nichts ist normal. Merkt euch das. Nichts im Leben ist selbstverständlich und nichts ist normal. So, wieder 3 AT. Er freut sich der Kong wieder. Wenn er einen Luftsprung machen könnte, würde er jetzt in die Luft springen. Woo. Scheiße. Ja, let's go. So, bei 3 AT hat keiner Bock vorzufahren. 3 AT. Ach komm, das ist doch sinnlos, sich drüber aufzuregen. Ich sag's nur in dem Beisatz: Zu viel AT zerstören das Spiel. Ganz einfach. Das Gameplay. Ihr seht's, oder? Seht ihr's? Das hat nichts mit World of Tanks zu tun. Was noch? Es gibt nur eine Sache, die schlimmer ist als AT noch. Als 3 AT. AT ist ja im Prinzip nicht schlimm. Ist ja wichtig, dass es das im Spiel gibt. Aber warum kann man es nicht auf 2 wenigstens begrenzen? Maximal 2. Was noch schlimmer ist, sind EBRs. Im Prinzip auch nicht schlimm, wenn es nur realistisch wäre. Es ist aber nicht realistisch mit den Dingern. Wenn ich mit meinem gepanzerten Kettenfahrzeug mit einem Wahnsinnsdurchschlag, hier, wir reden beim Kong von einer Durchschlagskraft von 326, auf dem Reifen schieße und da bounce oder nur ganz kritischen Schaden hinkriege, dann ist da was nicht ganz realistisch. Meine Meinung. Aber gut. Wen interessiert dich schon? Oh, mein Sichtkreis ist da auf dem T44. Ja, noch ein bisschen zurück. So, jetzt. Na komm. So, mal gucken, was die Kanone kann im Kong. Ich habe gar keinen Bock, zerbombt zu werden da vorne, ganz einfach. Ich versuche jetzt mit meiner Kanone zu arbeiten. Erstmal den T69. Bringt da nichts. Jetzt hat mich die AT entdeckt. Der T55 macht mich jetzt auf und ich werde ganz gepflegt rausgebumst. Jetzt muss ich in die Offensive gehen und hoffen, dass ich es irgendwie überlebe. Der Bursche will mich halt jetzt spotten. Das ist alles, was er macht und vorhat. Ich muss ihn möglichst schnell killen. Jo. Habt das gesehen? Also es ist immer wieder schön mit 3 AT zu spielen. Haha, geil, oder? Es ist immer wieder ein Fun. Mal. Kannst du nichts machen. Kannst du echt nichts machen. Wenn ich jetzt vorgefahren wäre, wäre ich gnadenlos zerbombt worden. Ati steht hier, kann hier wunderbar reinhalten. Aber so ist es. Damit muss man auch zurechtkommen in dem langsamen Heavy, auch wenn er noch so eine genaue Kanone hat.
Das gehört scheinbar zum Spiel dazu. Es haben scheinbar noch nicht genug dieses Spiel deinstalliert, dass sich das noch rechnet für die Herrschaften vom Wargaming. Aber so ist es halt. Gut, ich glaube, das Drama tun wir uns nicht mehr an. Es ist halt ein Fest hier für die Klicker, ne? Alle drei hier. Das ist einfach, es hat nichts mit Spielen zu tun. Gar nichts. Null. Nada. Das hat nur was mit Spotten zu tun und ja, die bumst dich raus. Ganz einfach. Ja. Aber ich glaube, drei Spielchen reichen. Die ersten beiden Runden gingen ja einigermaßen. Das dritte ist auch die harte Realität mit diesen drei Klickern. So, habt ihr mal so einen kleinen Eindruck bekommen. Also wie gesagt, er macht wirklich Spaß. Die Kanone macht Spaß. Er ist sehr behäbig. Ihr müsst relativ gut schon das Setup lesen können, wohin ihr fahrt. Und ja, wie gesagt, die Kanone ist eigentlich ein Traum, wenn es nicht so spät in der Nacht wäre. Aber eben sehr, sehr reparaturanfällig. Und ich gehe sogar so weit hier. Ich habe sogar ein nasses Munitionslager verbaut, weil das gibt es auch gern. Ne? Diese Muni-Blows auf dem oder dieses Muni-Lager kaputt machen, das ganz, ganz oft. Also ihr seht, der Frust saß da schon recht tief. Aber wenn man das alles verbaut hat, ich habe dann das Übliche noch drin, die Lüftung und hier diesen Ansetzer, dann ist er ganz ordentlich, ganz ehrlich. Also 1,7 für Zielerfassung ist einfach ein Träumchen. Ne? Also wenn ihr einen guten Neuner sucht, versucht den zu ergrinden. Und ja, dann wünsche ich euch was. Bla bla blub. Oh, das war der harte Alltag in WoT. Ein schöner Querschnitt mit den drei Spielen. Wenn ihr einen Clan sucht, schreibt mich an. Wenn ihr wollt, könnt ihr gerne abonnieren. Und dann verpasst ihr nichts weiter mehr. Ich streame auch öfters. Heute Abend habe ich auch wieder gestreamt. Und ja. Wie gesagt, wenn ihr aber irgendwelche Stats-Vorleser sucht oder Unicom-Player, klickt weiter. Ich kann euch da wärmstens, ein sehr guter Kanal, Masakobato Mailand und wie sie alle heißen, die kann ich euch wärmstens empfehlen. Algo24, lernt man auch viel. Jo, mit dem haben wir übrigens auch mal ein Training gehabt. Guckt mal in der Kanalliste bei mir, in der Videoliste. Gebt mal Algo ein. Da hatten wir auch so ein Training mal mit ihm. So, das war ganz nice, muss ich sagen. Haben wir auch relativ viel gelernt. Ne? Und jetzt habe ich aber wirklich genug gelabert. Also, bis die Tage. Haut rein und abonniert fleißig, wenn ihr wollt. Und teilt meine Videos. Bis dann. Ciao.